Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer. Hier zu einem weiteren Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Wir haben ja gestern noch auf dem Heimweg Brot geholt. Oh, ich werde mal ja nicht krank, Mädel. Naja, erstmal schenke ich dir mal was. Romantik. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Ein Parfüm. Das wollte ich dir auch gestern schon schenken. Ach ja, kann man auch schon machen. Ich denke, wir sind bereit, ein Kind zu bekommen. Jetzt verstehen wir uns, mein stattlicher Ehemann. Triff mich nach 19 Uhr bei uns zu Hause und ich zeig dir meine wilde Seite. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ja, du bist aber ein ganz schönes Luder. Tschüss, mach's gut. Ich zeig dir meine wilde Seite. Naja, dann gut. Müssen wir aber aufpassen, dass wir um 7 Uhr dran sind. Sonst haben wir Arschkarte gezogen. Ja. Gut, dann werden wir aber erstmal was trinken. Ne, wir nehmen uns erstmal den Hammer. Den Hammer, den wir überhaupt noch einstecken, den Hammer. Den haben wir rausgeräumt. Wir machen erstmal die Häuser weiter ganz, damit die ganz sind. Da, hier haben wir doch. Den Hammer, alles klar. Den legen wir uns auf die 2. Ne, doch nicht das Messer. Das Messer kommt auf die 7, auf der 8 wieder. Ja, dort ein Hammer wollen wir. Hier ist er. So, jetzt Reparatur. Hier drüben ist Stroh. Ganz. So, wo ist noch Stroh? Die Scheune und hier hinten die Nähstube. Ja. Und die Scheune machen wir uns. Gut, jetzt schaffen wir den ganzen Quatsch wieder weg. Den Hammer wieder weg. F. Hier habe ich doch den Eisenspeer. Ich wollte ihn eigentlich immer mal mitnehmen. Mal sehen, ob wir uns mit denen auch so richtig bewaffnen können. Rekufbogen, den haben wir öfter ein. So, was müssen wir noch mitnehmen? Nichts weiter. So, und auf die 2 legen wir uns mal diesen Speer. Ja, das ist eine gute Nahkampfwaffe. Da kann man nämlich auch immer riechen. Wir müssen erst einmal ins Wasser. So, und dann laufen wir. Vielleicht ist es auch unser Pickel, was so riecht. So, ein Schluck Wasser trinken. Und raus. Jetzt sind wir sauber und jetzt laufen wir lieber nach Tut. Machen wir das nächsten Tag. Wir bauen erstmal hier das Haus. Das können wir nächsten Tag machen. Wir gucken mal rein. Unigos Geschichte. Wir haben 17 Jahre Zeit. So, und das bei Wollrad, da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt hin. Genau. So, wir haben doch unsere Axt dabei, oder? Die Bronze-Axt, die legen wir uns auf die 3. Und da zerlege ich mir erstmal hier die Fichte noch. Neues Gebäude, Hausfrei.
Jetzt haben wir für uns das große Haus freigeschaltet. Perfekt. Und da werden wir vielleicht heute noch das Fundament bauen für das neue Haus. So, und für dieses Haus hier dort brauchen wir noch ein paar Rundhölzer. Wie viel haben wir denn einstecken? 3. Die Stöckchen brauchen wir nicht. Das Stroh brauchen wir auch nicht. So, wir bauen ja das Holz, das Haus aus Rundholz und Brettern und Steinen. So, was haben wir denn an Rundholz? Holzstämme. 62. Dann nehmen wir doch mal 26. Das war mit 8 Kilo überlastet, aber das macht ja nichts. Den Hammer haben wir noch dabei, oder? Nein. Haben wir den schon wieder rausgeräumt? Naja, natürlich. So, den Hammer haben wir jetzt. Haben wir noch einen bei uns in der Hütte? Hier haben wir doch noch einen Hammer, seht ihr's? Den nehmen wir auch noch mit. Die Eisenschaufel nehmen wir noch mit. So, da werden wir uns jetzt erstmal den Hammer legen wir uns wieder an Bier. Und da werden wir erstmal das Haus konfigurieren. So, hier machen wir erstmal die Eingangstür, machen wir wieder mit Stämmen. So. Diese Fensterwand machen wir wieder mit Stein. Diese Wand machen wir wieder mit Stein. Eine volle Wand mit Stein. Eine volle Wand mit Stämmen. Eine Fensterwand mit Stämmen. Eine volle Wand mit Stämmen. Volle Wand mit Stämmen. Die Türwand haben wir schon. Ja. Na, gucken wir nochmal, ob wir das schon gemacht haben. Mit Stämmen, ja. Die Giebel. Machen wir mit Stämmen. Den auch. Und das Dach machen wir mit Brettern. Nicht mit Schindeln, sondern mit Brettern. So, jetzt können wir doch schon das erste Material verbauen. Brauchen wir noch 14, ne, hier brauchen wir auch noch Holzstämme. Gut, alles klar. Holen wir uns erstmal die 14 Steine. Hier liegen genug rum. Die finden wir jetzt hier. War schon wieder einer zu viel, denke ich mir. Macht ja nichts.
könnte man mit einer Hasenfalle herbleiben und Stöckchen suchen machen. Was? Stöckchen will der Junge einhauen? Da sollen doch Steine rein. Das? Ich hab doch hier mit Steinen konfiguriert. Pass auf. Hier sind Steine, jawohl. So, hier brauchen wir noch einen Stamm und hier brauchen wir jetzt, genau, noch die Steine. Brauchen wir zwei Stämme, brauchen wir hier, da brauchen wir drei Stämme, vier Stämme, fünf Stämme, sechs, sieben Stämme, 19 insgesamt. Aus 12 machen wir, wenn ich das nochmal da oben runterkriegen würde, aus 12 machen wir Bretter. Und dann ist das Haus fertig. Also 19 Rundhölzer brauchen wir jetzt. Bretter? Ne, das eine lassen wir drin, sonst ist ja eine ungerade Zahl Holzstämme. Was habe ich gesagt? 19. F. 19. So, Bathilda, ich komme mal wieder und mach mal eine 15. Kannst mal einen Kaffee trinken? Hey, Freund. Ja, ich hatte mir was zu essen gegeben, du bist die Beste. Mach's gut. Have a good day. Ja, ja, ich will aber jetzt hier ran. Na, das macht er wieder bis 1, alles klar. Gut. Ja, brauchen wir noch 11. Bestätigen. So, machen wir fertig von innen. Da kommt, hier kommen zwei rein, jawohl, und jetzt geht's hier rein. Bauarbeiten abgeschlossen, alles klar, jetzt haben wir das Haus fertig. Und jetzt machen wir eins, jetzt reißen wir diese Felder weg hier. Hier können wir doch sehen, versuchen, ob unser großes Haus hier herpasst. So, setzen wir wieder auf. Schauen wir mal, das große Haus brauchen wir 10 Stämme. Also noch 9. Einen habe ich. Wieso habe ich noch einen einstecken? Ich buddel hier hinten erstmal die Stüppen raus. Ich habe die Schaufel nur einmal eingesteckt. Die legen wir uns auf den 5. Ja. Oder noch einer hier. Axt haben wir auch einstecken, da können wir ja mal hier noch. Dann noch der 4, glaube ich. Nein, der 3. Alles klar. Da haben wir ja noch Fichten weg. Da 1. 2. Ja, wo ist denn das dritte? Dritte Rundholz, wenn der Fichte, wo ist denn das? Ach, das hängt dort oben. Alles klar, können wir sagen. Das kommen wir wieder nicht ran, oder? Doch.
5, eine Schaufel und buddeln das wieder aus. Das Essen kennt man auch mal wieder. Wir haben da noch Suppen einstecken. Fleisch haben wir auch noch. Eine Karotte hat sie uns gegeben, die können wir schon mal essen. Und ein Suppe. So, und jetzt suchen wir uns einen Bauplatz für unser Haus. Sehen, ob das hierher passt. So, wollen wir mal schauen, ob das hierher passt. Bauen, das große Haus. Scheint nicht hierher zu passen. Das wird, glaube ich, nichts. Doch, es könnte hierher passen. Aber wir werden das um 180 Grad drehen, sonst ist ja die Eingangstür hier vorne und das wollen wir ja nicht. Die ist ja immer dort, wo wir hingucken. So, jetzt drehen wir das gut, gehe ich erstmal hier vor. Jetzt richte ich das erstmal hier aus nach dem Haus. Damit es einigermaßen gerade ist. Alles klar. Und jetzt gehen wir ein Stück zurück und versuchen mal noch ein Stück hier rüber. Nee, das nichts. Stellen wir es mal hier. Machen wir also eine Schnellspeicherung, genau. Und wenn es uns nicht gefällt, reißen wir es wieder weg. Da laden wir zurück. Nee, das gefällt uns nicht. Das geht zu weit, wir können uns keinen Garten anlegen. Noch weiter ans Wasser können wir es nicht bauen. Müssen wir uns einen anderen Platz suchen. Da müssen wir uns einen anderen Platz suchen. Alles klar. Und F9, wir gehen zurück. Wir werden das dann woanders hinbauen. Schade, ich dachte, wir können es gleich hier, wo die Felder waren oder die Beete waren, dass wir es gleich dorthin bauen könnten. Aber das ist kein schöner Platz. Gut. Wahrscheinlich werde ich dann mal... Ich möchte es aber schon ans Wasser bauen. Entweder baue ich es etwas abseits hierher, dass ich hier alles wegfälle. Das werden wir auch machen, denn das Dorf wird sowieso noch größer. Genau, das werden wir auch machen. Wir werden das Haus hierher bauen. Brauchen dann nicht jetzt unbedingt zu bauen. Man kann es auch später bauen. Aber eins machen wir. Wir bauen jetzt gleich mal noch ein weiteres Phantomgerüst für ein weiteres kleines Haus. Wir haben ja nur das Holz einmal einstecken. So, dann bauen wir uns halt hier noch ein kleines Wohnhaus. Das nicht, das hier. Oder bauen wir jetzt schon ein größeres. Das können wir machen. Wir können ein größeres hierher bauen. Zum Umsiedeln. Und da steht doch schon fast. Nee, das machen wir auch so, wie wir es vor uns gemacht haben. Wir drehen uns und richten uns. Nee, wir drehen das ganze Haus erstmal um 180 Grad. So. So könnte es ganz gut stehen. Jetzt laufen wir mal rückwärts. S. Maus schön stillhalten. Das ist zu weit gewesen. Nochmal eine Schnellspeicherung. Und jetzt muss man hierher. Das geht. Das geht. Das lassen wir so stehen. Aber warum ging das nicht weiter nach hinten?
aber das können wir so stehen lassen. Ich hätte es aber gern etwas weiter ans Wasser gebaut. Nochmal. Nochmal eine F9. Das kann ich ja rausschneiden. Haus. Haus. Das hier. Genau. Um 180 Grad drehen. Und vor ausrichten. So geht's. Ja, ein Stück zurück. Jetzt geht's auch immer weiter. Gut. Da hinsetzen. So steht das gut. Geht schön am Wasser. Steht auch einigermaßen in der Flucht zu diesem kleinen Haus hier. Damit wir auch so ungefähr die Richtung beibehalten. Alles klar. Perfekt, da können wir doch dann hier das erste größere Haus für unsere Leute bauen. Das wird dann schon mit Schindeln. Gut, und haben wir einen Hammer dabei? Haben wir noch einen Hammer dabei? Oder vier? Ja. Das wird das erste Steinhaus. Die Eingangstür machen wir schon mal mit Steinen. So, wie ist das nun mit den Betten hier? Das ist bestimmt so wie das andere. Machen wir erstmal auf alle Fälle hier erstmal Ring. Machen wir erstmal das Standardhaus bauen. Wie es die Entwickler gedacht haben, damit wir wissen, wie ist die Aufteilung hier drin mit den Möbeln. Wo stehen die Betten? Volle Wand, genau. Steine, den Giebel, halt, da geht nicht. Wir von draußen machen, ne? Den Giebel machen wir auch aus Stein. Und den Giebel machen wir auch aus Stein. Alles klar. Und das Dach machen wir schon mal aus Schindeln. Das wird dann das erste bessere Haus. Und das Dach können wir auch füllen. Kommen wir da noch ran, wenn wir von außen rangehen? Müssen wir eigentlich, oder? Schindeln. Schindeln, da brauchen wir halt 36 Bretter. Schindeln. So. Das wird doch schon mal ein feines Haus hier. Was haben wir noch einstecken? Haben wir noch ein paar Stöckchen einstecken? Holzstämme haben wir noch 3, alles klar. Jetzt brauchen wir aber wirklich viele, 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 viele Steine. Wollen wir mal durchzählen, hä? Wollen wir sehen, was wir an Steinen brauchen. 8, 16, 24, 30, 38, 44, 52, 60, 66, 70, 74 Steine bei einem Standardhaus. 74 Steine, dann werden wir brauchen 1,
Nee, hier brauchen beiden Fenstern brauchen wir jeweils zwei. Zwei, das sind 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bei der Tür brauchen wir auch 2, 14. Beim Giebel jeweils 1, sind 16. Und beim Dach brauchen wir 6, glaube ich. Müssen wir mal schauen. Na komm, zeig uns mal das Dach. Vielleicht brauchen wir jeweils einen, das sind 6. 22 Stämme. Und 74. Nee, mehr als 22. Der Boden kommt da noch rein. 25 Stämme und 74 Steine. Na, da wissen wir doch, was wir zu suchen haben. Wie spät haben wir es? 18.06 Uhr. Wir haben noch Zeit. Bis wir die wilde Seite unserer Frau kennenlernen. Da können wir noch ein paar Steine suchen. Die können wir dann gleich in das Haus reinschmeißen. Neues Level überleben. Nur durch Steine sammeln. Alles klar. Hier die Steine nehmen wir noch. Die schaffen wir gleich in dieses Haus rein. Uhr 56. Wir müssen schön pünktlich sein. So, also gehen wir nach Hause. Die Steine schmeißen wir jetzt gleich hier rein. Da haben wir wie viel? Die Holzstämme, die 3 schmeißen wir rein. XEF und die 27 Steine. Da. Hail, friend. Und schön ist die Sache erledigt, wisst ihr? Und schön geht's hinaus. Schön ist die Sache erledigt. Naja, gut, meine Freunde. Es war nix hier mit. Das war ganz schneller Quickie. Und schauen wir mal in unser. Und hat gleich geklappt. Seht ihr? Sie ist schwanger. Status schwanger. Perfekt. Haben wir das sauber hingekriegt, oder? Alles klar, meine Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich sag dann schon mal, tschüss, bis zur nächsten Folge.